and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect. Oh mein Gott, Prison Architect. Lala. Schon wieder. Willkommen zurück und willkommen zu... Wir haben 50 Milliarden Leute sitzen hier irgendwo, nirgendwo, die jetzt endlich Warmwasser haben. Es ist ein Traum. Oder? Finde ich auch. Jetzt wird hier nochmal eben... genau, da muss jetzt noch eins Ding hin. Genau, und jetzt haben wenigstens fast alle Teile hier Warmwasser, die auch Warmwasser brauchen können. Das heißt, bis dahin geht jetzt Warmwasser. Immerhin. Wenn hier die Leitung steht, sollte Warmwasser jetzt wirklich bis überall hingehen. Wenn das nicht reicht, wäre scheiße. Aber ich glaube, es reicht. Es reicht vermutlich gerade so. Wenn jetzt hier noch irgendeiner dieses letzte Teil da bauen würde. Ja, das letzte Teil da. Kommt, ich brauche nur noch eins. Genau. So, das heißt, bis... dahin. Ach, da wird der nächste schon wieder abhauen. Warum hauen eigentlich nur die Highsec und die Dingsleute ab? Er verhungert hier gleich. Oh, das ist ein Traum. Er kriegt halt einfach nicht genug zu essen. Das ist doof gelaufen, mein Freund, aber... Ich habe für dich leider gerade momentan noch keinen eigenen Trakt. Ja, ja, hau unserem Typ wieder auf die Schnauze. Danke. Idiot, ernsthaft. Machen wir Türmodus normal oder offen und dann ist wieder gut. Okay, momentan reicht das Warmwasser noch nicht für alles. Was traurig ist. Aber von da bis da hoch reicht es vermutlich auch noch nicht, ne? Ach, jetzt müssen wir hier wieder die Hälfte von der Scheiße demontieren, weil hier jetzt überall diese Stromkabel wieder raus... Ach Gott, ey. Ich hasse die... Ich hasse diese Warmwasserboiler, wirklich. Ich hasse sie wie die Pest. Hier unten funktioniert das System. Und ab da funktioniert es aber nicht. Es ist ein Traum. Also ich hoffe jetzt ernsthaft, dass mit dieser Leitung das alles funktioniert. Aber das tut es eh nicht. Aber man kann es ja mal probieren. Na? Eieieiei, ich werde alt. Wenn ihr das hier gleich alles demontiert habt, dann baue ich auch wieder den ganzen anderen Quatsch wieder dahin. Wie sieht es hier unten aus? Das Ding steht, ja, aber hier unten steht sonst noch nichts. Die Heizung da unten haben wir vergessen, das tut mir leid. Ei. Ei. Dann müssten wir eigentlich von da aus wieder runter und... Also das mit dem Warmwassersystem, das sieht, das kann nur scheiße aussehen. Wirklich, das geht gar nicht anders. So, dann machen wir das da möglichst halbwegs schön und sobald es halbwegs schön ist, funktioniert es gleich eh wieder nicht. Ich fand die Heizung, die man nicht anschließen musste, so praktisch. Und jetzt ist sie wieder komplett weg, das ist traurig. Na, und haben wir hier... Ne, da fehlt immer noch ein Stück. Und jetzt fehlt da komplett, habe ich ja vergessen, weil wir mussten ja jetzt hier diese Stromkabel entfernen, damit es wenigstens ein bisschen aussieht. Hey, huiuiui. Es ist alles ein bisschen komplizierter geworden mittlerweile. So, bau mal an. Ja, das funktioniert jetzt eh nicht. Also bis dahin hat es gereicht und weiter reicht's nicht. Ja. Das heißt, diese hier anzuschließen wird vermutlich nochmal so ein... Ach Gott. Ach ja, wir wollten ja einen extra Wasserboiler für den Scheiß da hinstellen. Genau. Hab ich vergessen, tut mir leid. Mache ich jetzt so und so. Ist angeschlossen, funktioniert jetzt alles wieder. Alles wundervoll, alles ganz toll. Eieiei. Also das mit den Wasserboilern, das müssen wir irgendwie wirklich nochmal in den Griff kriegen. Das ist ja ein Traum von Bullshit. Am liebsten würde ich gerade sagen, wir müssen in den Spieleinstellungen quasi per gehacktem Spiel hier dem lieben Spiel verbieten, dass es so funktioniert, wie es gerne möchte. Guck mal, jetzt... Warte mal. Von da... bis da. Reicht das nicht? Was? Bitte was? Bitte was? Ist das schon zu weit? Ich glaube nicht, aber irgendwas funktioniert hier nicht. Ach Gott, dieses Spiel. Liebe Leute. Gefängnisladen. Ich muss mal nachgucken, ob. Ich muss nur was nachgucken. Keine Sorge, ich mache nichts, ich gucke nur was nach. Bitte warten Sie mal kurz. Gangs, DK, Forests, Falls, Object Central, Right 2, was ist das denn? Ja. Ich suche mal ganz kurz nur was. Bitte entschuldigt das Standbild für 5 Sekunden. Aber das dauert noch ein bisschen, bis ich jetzt hier durch bin. Okay, das dauert noch viel zu lange.
Ich glaube, es gibt in diesem ganzen Dings, in der kompletten Spiel, ich kann das auch mal zeigen. Sonst ist das zu langweilig, glaube ich. Ich mache mal ganz kurz so. Es gibt in diesem, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Da wollte ich hin. Es gibt hier kein, es gibt, ich kann Wasser komplett verbieten, aber ich kann nicht das Warmwasser verbieten. Och nö. Gangs, DK Forest. Ja, also wir können, selbst wenn wir wollten, könnten wir das mit dem Warmwasser nicht verbieten. Ja, das ist jetzt momentan unser Problem. Schade, wäre ja schön gewesen. Uiuiui. Das heißt, wir müssen mit dem Warmwasser jetzt tatsächlich dauerhaft klarkommen. Ach Scheiße, ey, was soll das denn? Ich gebe mir so eine Mühe, mit dem Knast den endlich schön zu machen. Bin voll froh, dass der Knast jetzt so aussieht, wie der aussieht. Dann werde ich hier wieder zugeflamed von diesem Game, was einfach nur broke ist manchmal. Ernsthaft, was soll denn die Scheiße da? Wenn ihr das mit dem Warmwasser-Idee toll findet. Ich will keine. Ach komm schon, Spiel. Ich will keine Kameras. Ich möchte das Warmwasser dahin bauen. Ach, da ist schon eine Warmwasserleitung. Das ist gut. Bitte demontiert das dabei. Bitte, danke. Und dann ist ja auch schon eine Warmwasserleitung. Dann brauche ich ja gar keine mehr. Egal. Gut. Braucht er jetzt noch Wasser? Oder hat. Der hat doch einen Wasseranschluss, oder? Hat er nicht? Der hat keinen Wasseranschluss. Ach Gott. Und das mit dem. Also. Mein kurzes Statement dazu mal. Ich finde ja. An dem Spiel ist nichts nervig, wirklich nichts. Also es gibt viele kleine Bugs, die sind auch ganz, ganz schön, wenn, weil man kann alle Bugs irgendwie umgehen in diesem Spiel bis jetzt. Aber man kann diesen Bug und dieses Update ist gerade ein Bug. Für mich ist es gerade die Hölle auf Erden mit diesem dämlichen Wasser. Och nö, warum macht man so ein Update? Ey, schade. Ernsthaft, das finde ich gerade echt scheiße, dass mit diesem 5 Meter. Wenn von einem Wasserboiler aus alles hier geheizt werden könnte, okay. Wenn man den Wasserboiler generell verbieten könnte, auch okay. Aber man. Och nö. Kann man das irgendwie einstellen? Gefängnis laden, erstellen ein neues Gefängnis? Bestimmt nicht, ne? Nein. Also. Ach nö. Och nö, och nö, och nö. Och nö, das finde ich jetzt echt ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Weil eigentlich war das supi. Eigentlich war das, wie es vorher war, in Ordnung. Mit den Heizungen und dem anderen Quatsch. Aber jetzt ist es scheiße. Es ist einfach scheiße gerade, wirklich. Ich finde es absolut kacke. Ach nee, warum macht man sowas? Ist doch schade. Und warum habe ich hier die Dusche nicht synchron gebaut? Jetzt kann ich hier wieder da den Wassergedönse rausnehmen und eigentlich bauen wir die Duschen so. Just saying. Ui, 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 ui. Das ist nicht gut. Ah, wobei, da unten haben wir es auch nicht so gemacht. Lass mal bitte bleiben, bau da einfach das Rohr hin. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem Warmwassergedönse, das hätten sie, das ist so, wie es jetzt ist es scheiße. In diesen Knast passt kein Warmwasserteil rein. Ich hab's nicht geplant. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das einbauen in dem nächsten Update. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ein bisschen Mist. Also für mich persönlich ist es kacke, jetzt hier alle 5 Meter so ein scheiß Ding hinbauen zu müssen. Und sind hier gerade 50 Zellen verloren gegangen. Wenn ich das jetzt hier offiziell hingebaut hätte, hätte ich eine Zelle ohne Fenster gehabt. Das wäre auch wieder kacke gewesen für die Raumqualität, denn die soll bei überall hier gleich bleiben. Alle bei der Wertung 2, da soll keins drüber hinaus. Wir haben jetzt einen Haufen Zellen verloren. Wir sind tatsächlich schon wieder unter 200 Zellen momentan, wieder nur dadurch, dass wir alle 5 Meter so einen scheiß Wasserboiler bauen müssen. Das ist Kacke. Das soll nicht so sein. Ach, warum baut man sowas ein? Na gut. Wir müssen wohl damit klarkommen, dass wir jetzt hier diese Warmwasserscheiße haben. Diese Warmwasserscheiße, die auf 5 Meter Distanz nicht mehr funktioniert. Was ist das denn für ein Bullshit? Guck mal, dass das da hinten nicht ankommt, ist mir klar, aber guck, guck. Guckt euch das mal an. Guckt mal von diesem Wasserboiler, ne? Geht die Distanz 5 Meter nach da, 5 Meter nach da und 5 Meter nach da. Das ist zu wenig, liebes Spiel. Das geht nicht. Soll ich ganz ehrlich was sagen? Ich reiße jetzt diese ganze Warmwasserkacke wieder da raus. Das geht mir auf den Sack. Das geht mir tierisch auf den Sack. Und wenn wir gleich Aufnahmeschluss haben, hier nach dieser Folge, die ich jetzt gleich nicht weiter nur mit Warmwasserscheiße verwenden möchte, sobald wir Aufnahmeschluss haben, ne? Ich schwöre euch, ich werde irgendeinen Weg finden, dieses Warmwasser aus meinem Spiel zu verbannen. Ich werde einen Weg finden. Ich werde einen Weg finden, dieses Warmwasser da wieder rauszuholen. Das ist ein Quatsch hoch 10.
Das ist das erste Update in Prison Architect, was ich nicht gut finde. Also der erste Teil eines Updates in Prison Architect, den ich nicht gut finde. Jetzt baut er bestimmt dieser kompletten. Ja, der baut die kompletten. Ja, jetzt muss ich den auch noch ausschalten. So. Weil der baut die Dings hier mit ab. Kondensator demontieren. Nein, sollst du zwar eigentlich nicht, aber mach. Ach nö. Warum macht man so ein Update? Das ist doch kacke. Werf mal weg. Ich muss jetzt. Ich schwöre euch, ich finde hier irgendwann einen Weg, das Problem zu lösen. Guck mal, das Wärmebedürfnis ist ein bisschen geringer geworden und außerdem können die jetzt alle warm duschen. Ne, die können jetzt tatsächlich warm duschen. Das ist, glaube ich, recht hilfreich, was das Wärmebedürfnis angeht. Ja, also das Wärmebedürfnis haben nur noch die Leute, die unten nicht warm duschen können. Das sind die Idioten hier. Viel Spaß. Naja, gut. So, jetzt ist hier ist gerade dunkel. Ja, ich weiß. Du kannst nicht duschen. Du kannst gar nichts. Du kannst nicht mal duschen. Ja, doof gelaufen jetzt. Das heißt, der probt hier gleich sowieso wieder den Aufstand. Also ich muss ganz, ganz, ganz offen und ehrlich sein. Das Update war scheiße, was das angeht. Also wirklich. Das war eigentlich ein super Update. Aber was dahinter mit der Warmwassersache sollte, es ist eigentlich nur dumm gewesen, wirklich. Also das mit der Warmwassersache, dass die nur 5 Meter gilt, diese Warmwasserleitung, und das ist nicht machbar, tut mir leid. So, Fluchtversuch hast du auch schon mal wieder, der da hatte auch bestimmt wieder Zerstörung, Personal angegriffen, ja. Er tut mir leid, aber mit dem Update kann ich leider Gottes nichts anfangen. Auch hier liegt jetzt immer noch diese ganze Wasserleitung zwischen. Die müssen wir gleich auch irgendwie wieder anschließen. Die hatten doch hier alle Wasser, als ich das Ding hier alle fertig hatte, ne? Meine ich zumindest. So, jetzt können wir den eigentlich auch wieder anschalten, wenn der letzte. Ja, weil die Kabel noch nicht stehen, passt das. Na genau, wenn der letzte Kondensator wieder dran steht, funktioniert eh wieder alles. Perfekt. Okay. So. Okay, wir müssen uns wieder beruhigen. Oder ich muss mich wieder beruhigen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was das mit dem Update jetzt, was ihr davon haltet. Also ich persönlich sage ganz klipp und klar, das Update, nicht das komplette Update, vielleicht sage ich das auch falsch, sondern nur die Warmwassergeschichte, die ist richtig Müll geworden. Schade eigentlich. Weil wenn nur die Reichweite ewig lang wäre, ne, dann wäre das Problem schon gelöst. Wenn ich einen Wasserboiler für einen so einen Knastrakt bräuchte. Kein Problem. Oder wenn der wenigstens ewig lang reichen würde. Oder wenn es große Warmwasserleitungen gäbe. Auch kein Problem. Alles möglich. Aber nicht nur kleine Warmwasserleitungen und dann nur für 5 Meter. Das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Ich meine, man hat sich bei diesem Boiler daran orientiert, wie das damals war. Damals hing das Ding ja noch überm Waschbecken oder über der Dusche oder in der Dusche, damit es überhaupt Warmwasser gab in dem Bereich. Aber ich glaube, viel weitere Reichweite haben die hier in-game auch nicht. Und das ist eigentlich blöd, weil im-game könnte man das ändern. Ich meine, es ist schön, dass das realistisch sein sollte. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen misslungen, was diesen Realismus angeht. Weil ehrlich gesagt, hat das keinen großen Zweck, da jetzt so auf Realismus zu setzen, meiner Meinung nach persönlich, dass man jetzt hier. Mir verhaut es gerade so ein bisschen den Spaß an diesem Stück vom Gefängnis, weil jetzt muss ich hier mir 50 Jahre Gedanken darum machen, wie ich das Problem jetzt löse. Und ich werde mich gleich den Abend wieder da dran setzen dürfen und mir überlegen werden, wie ich die Grundprogrammierung von diesem Spiel ändere. Das ist wieder ein Traum. Bis wir diese ganzen Warmwasserboiler nicht mehr brauchen. Entweder schaffe ich es irgendwie, die Reichweite zu optimieren von den Leitungen. Oder ich schaffe es halt eben, ja, diese Teile komplett zu deaktivieren. Aber das wird beides kompliziert und beides schwierig werden. Naja, wir werden mal sehen, wie das jetzt hinterher wieder funktioniert. Also man muss ganz ehrlich sagen, schade eigentlich, aber das hätte auch schöner sein können. Finde ich persönlich. Na gut. Wie viele Leute können hier drin arbeiten? 23 mittlerweile. Eieiei, das ist schon der improvisierteste Knast der Welt und er wird's noch komplizierter und noch improvisierter, wenn ich mir das hier sowieso angucke. Das heißt, wollen wir hoffen, dass es gut geht. Vor allen Dingen 30 Grad in dem Räumchen da. Oh. Wo? Da. Ah ja, jetzt ist wieder hier unser. Das ist auch so eine Logik, woll? Dass man denen nicht sagen kann, dass die hier separat in ihrem Bereich bleiben sollen, dass die da gar nicht raus dürfen. Weil dieser Gruppenraum und die Ambulanz, das ist jetzt auch noch gemeinsamer Bereich. Und dann, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt hier erstmal die Tür raus.
Einen Gruppenraum habt ihr selber da oben. Mach mal da die Tür raus. Und ist er schon tot oder lebt er noch? Nee, nee, der ist tot, ne? Genau. Genau. So, tschüss. Der nächste Tote für heute hat uns vermutlich wieder eine Strafe eingebracht, aber gut. Das kann man bitte weg. Dann heißt, hier kommt jetzt eine Tür rein. Keine Tür, sondern eine Wand hin. Und wenn diese Wand da steht, dann versuche ich denen jetzt hier freundlich darauf hinzuweisen, dass sie da ja nirgendwo mehr raus können sonst. Und dann müssen wir denen sagen, dass sie da nur für Personal ausgeschildert ist. Und auch der Hof, der existiert einfach nicht mehr. Der wird jetzt überbewertet. Bitte weg. Geht aus dem Hof bitte raus. Diese Sammelzelle hier unten für die Schutzbefohlenen, für die zwei, die noch übrig sind. Das hier ist Schutztrakt und die kommen da auch nicht mehr raus, weil da ist jetzt was im Weg. Gut. Okay, alles supi. Alles supi. Die Wand da hat noch einen Grafikfehler. Aber ansonsten alles supi. Okay, alles gut. Alles gut. Nimm mal den Typen da fest, der ist mir auf den Sack gegangen. Möchte hier vielleicht noch irgendwer sonst noch Anmerkungen machen, dass ihm irgendwie schlechte Laune ist oder sowas? Ich komme hier gerne vorbei. Da habe ich genau überall ein Kabel vergessen. Weiß nicht, wie mir das jetzt wieder passieren konnte. Aber gut. Naja, was ein komplizierter Mist. Jetzt haben wir hier unten noch 500.000 Fernseher stehen. Wir haben momentan keine Besucherräume, was ein bisschen traurig ist. Eigentlich, weil Familie ist ein großes Bedürfnis. Das müssen die jetzt alle nur am Telefon klären. Aber in 35 oder 34 Stunden geht das jetzt wieder weg. Und das heißt, bis dahin ist auch alles wieder. So, ab da sollte wieder alles im Bereich des Möglichen sein und alles wieder möglich sein. Na gut. Liebe Leute, an dieser Stelle beende ich jetzt einfach mal nach einem ewigen Rumgeflame diese Folge und möchte euch erstmal danken fürs Zuschauen, wie immer. Ich habe hoffentlich zu diesem Zeitpunkt wieder angefangen. Ansonsten fange ich jetzt in der nächsten Zeit wieder an, City Skylines zu spielen, einfach um auch mal wieder ein bisschen Abwechslung zu geben auf diesem Kanal. Tomb Raider geht natürlich weiter, auch wenn ich da momentan ein bisschen Zeitverlust drin hatte, das zu rendern und hochzuladen, weil da eine Datei kaputt gegangen ist. Dann musste ich wieder nachrecorden und so weiter und so fort. Wie das halt so ist. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Und ich versuche jetzt bis zur nächsten Folge dieses Problem zu fixen. Weil mir persönlich geht das tierisch auf die Nerven. Wenn es euch nicht auf die Nerven geht, tut mir leid, dass ich euch damit auf die Nerven gehe. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und noch viel Spaß. Bis dahin, ciao.